Wow, das ist echt nur Zufall. Und ich habe total vergessen, dass ich mit dem reden muss. Ich habe als irgendwas erwartet, so ein Klack oder so ein Yeah oder so ein Juhu! Ich weiß es nicht. Ich habe das total vergessen. Das war richtig? Ich habe das jetzt nur erfahren, weil wegen das war jetzt echt nur ich das ist das war echt krasser Scheiß. Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Okay, von einem Rätsel ins nächste. Wir haben ein... Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube, ich bohre lieber auf gut Glück weiter. Nein, warte. Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu? Mal. Das sind zumindest schon mal dieselben, aber das Muster ist ja total. Ich bin ein Prof, darum genügt. Ja, das hier ist ein Re. Aber die Seite mit den. So ist das Buch für mich. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Ich wollte hier. Ach, da bin ich. Ich wollte hier aufs Tutorial. Vervollständigt erst die Symbole auf den leeren Bodenplatten unter Berücksichtigung des ersten Hinweises auf der rechten Seite. Klickt einmal auf die leere Fläche, um ein Auswahlmenü zu erhalten. Entscheidet euch dann für das richtige Symbol. Wenn das Muster komplett ist, könnt ihr die drei Hinweiskacheln platzieren, um die Position der geheimen Grabkammer zu bestimmen. Okay, als das Mutterschiff. Mutterschiff, okay. Schließlich abgehoben hatte, kam Bruder Bodo die plötzliche Eingebung, dass man die Wappen der vier Ordensgemeinschaften lieber so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden war. Hallo Sudoku? Hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendehalslöwe, ich bin echt gerade total fertig, zu platzieren, das direkt unter dem Wappen der Kleeschweinschlosser lag. Also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Was? Okay, wir haben hier dieses Handelslöwendingens da. Okay. Entschuldigung, ich habe voll. Mein Mikro! Ich habe übrigens ein Headset, deswegen ist meine Tonqualität so kaka. So, wir haben hier. Das da haben wir. Und das da muss rechts platziert werden. Aber das geht nicht. Weil wir hier schon eins haben. Okay, warte mal. Waren es nicht möglich, gerade kann man links von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren? Das direkt unter dem Wappen der Kleeschweinschlosser. Ah, warte. Ach so. Oder ist es hier gedacht? Okay, warte mal. Ich glaube, das ist eher hier gedacht, ne?
Aufgrund einer statistischen Anomalie der Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wände Hals Löwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen. Okay, Wände Hals Löwen. Wände Hals Löwen. Nee, ich hab das. Ah, ich hab das Wendehalslöwen-Ding. So. Ich muss das erst bei mir auseinanderfriemeln. Ich hab jetzt da unter diesen. Das ist jetzt das Wappen der Kleeschweinschlosser. Und hier haben wir das Wappen des Wendehalslöwen. So. Nee, möglich die Grabkammer links von einem Wappen, der unter dem Wappen der Kleeschweinschlosser lag. Ah, also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Hä? Grabkammer. Warte mal. Der Schlangenzungenbärenorden bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Das verärgerte zwar die Bruderschaft der urnenförmigen Holzeulen, die ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Bodenplatte platziert hatten, aber schließlich setzt die Schlangenzungenbären Dings da durch. Okay. Der Schlangenzungenbärenorden. Da haben wir hier eins und hier eins. Bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Oberhalb. Zugangslag. Das verärgerte zwar die Bruderschaft der urnenförmigen Holzeulen, die ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Brücke platziert hatten. So würde ich das jetzt mal behaupten. So. Ich kann Sudoku sogar sehr gut, aber es ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen komisch. So. Unter großen Protest platzierten die Kleeschweinschlosser ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer und musste überdies noch die Demütigung in Kauf nehmen, dass das Emblem damit direkt unter einem weiteren Wappentier des Wendehalsordens. Des Wendehalsordens. Wappen der Grabkammer. Was ist ein Wappen der Grabkammer? Was ist das denn? Das Wappen der Grabkammer. Okay, warte mal. Rechts von der Grabkammer. Ich bin so dumm. Ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer und mussten überdies noch die Demütigung in Kauf nehmen, dass das Emblem damit direkt unter einem Wappen. Wendehalslöwen. Warte mal, ich verstehe, glaube ich. Okay, warte, kann ich das. So. Nee. Oh Gott. Also, wenn ich weiß, ich bin sehr hartnäckig, was solche Rätsel angeht. Falls es lange dauert, werde ich dann entweder irgendwo einblenden, wo es weitergeht oder so, oder ich werde einen Schnelldurchlauf machen. Also, ein gutes Beispiel dafür ist mein Sherlock Holmes Let's Play. Ich habe da eine Stelle gehabt, wo ich kurz davor war, zu überspringen. Aber ich habe es durchgezogen. Weil ich Eier habe. Nein, weil ich einfach zu stur bin. Okay. Schlangenzungen,
Ich denke darauf, dass hier Wappen irgendwo oberhalb, das habe ich ja, ne? Hier so. Hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie der Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von dem Wendehals Löwen links von dem Krakau links von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren, was direkt unter dem Wappen der Klee-Schweinschlosser lag. Also müsste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Oh, warte mal. Das liegt ja da drunter. Aber. Warte mal. Wenn ich jetzt die Sudoku-Logik nachgehe. Ich gehe mal jetzt Sudoku-Logik nach, okay? Oh, das war jetzt falsch. Das war keine Sudoku-Logik. Aha! Haha! Sudoku-Logik! Okay. Das ist hier. So. Es ist dann. Hier. So. Und das ist dann hier. Ich hab noch eins. Hä? Wieso habe ich zwei? Hä? Es ist weg. Hä? Was? Aber irgendwie ist das komisch. Hat das so... Okay, warte mal. Schlagen bestand darauf, dass sein Wappen irgendwo oberhalb der geheimen Zugang... Oberhalb des geheimen Zugangs liegt. Bestand darauf, dass es irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Das verärgert zwar die Bruderschaft der ohrenförmigen Eulen, da ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Bodenplatte platziert hatten. Aber schließlich setzte sich die Schlangenzungenbären durch. Okay. Das heißt, warte mal. Ja, auch so sein. Nee. Voll nicht, oder? Zack. Hä? Hier muss nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie der Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von dem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen der Klee-Schweinschlosser lag. Also muss sie irgendwo rechts davon platziert werden. So, hier. Der Schlangenzungen-Bärenohren bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Das verärgert zwar die Bruderschaft der
Scheiße. Holzeulen, ohrenförmigen Holzeulen, die ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Bodenplatte platziert hatten. Aber schließlich setzte sich die Schlangenzungenbären durch. Unter großem Prozess platzierten die Kleeschweinschlosser ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer und mussten überdies noch die Demütigung in Kauf. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist so richtig. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube, ich bohre lieber auf gut Glück weiter. Das macht keinen Sinn. In diesem Buch waren das meiste lediglich das Kader. Okay, das macht keinen Sinn. Was ist denn? Das sind zumindest schon mal die... Aber das Muster, ich bin ein Profi. Wenn es um darum genügt, für mich auch... Ja, das hier. Aber die Seite mit den Auflösungen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich... Okay, hier bin ich. Hier musste noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie der Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von den Wendehalswappen zu platzieren. Okay. Warte mal, wenn ich das jetzt mal wieder... Das hängt der Wappen der Kleeschweinschlosser lag. Ja. Also das ist schon, ich kann hier keine Bodenplatten mehr ändern. Das ist wohl schon richtig so. Ich muss die jetzt nur noch richtig zuweisen. War es vielleicht doch irgendwie hier so? Also muss sie irgendwo rechts davon platziert werden. Der Schlangenzungenbärenorn bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Das verärgert zwar die Bruderschaft der urnenförmigen Holzeulen, da ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Bodenplatte platziert werden musste. Aber schließlich setzte sich die Schlangenzungenbären durch. Platzierten die großen Kleeschweinschlosser ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer und mussten überdies noch die Demütigung kaufen, dass es direkt unter einem weiteren Wappentier der Wendehalslöffel muss er ein. Entschuldigung. Aber das würde ja nur hier passen. Wieso kriege ich hier immer zwei? Ist das ein Fehler in der Matrix oder was passiert jetzt? Nein. Hä? Gepresst werden musste. Und dann platzierten die Knie letztes Wappen rechts von der Grabkammer. Entschuldigung. Rechts von der Grabkammer. Entschuldigung. Ich puste voll ins Mikro rein. Ich höre das selbst. Links von dem... Was? Links ist doch da. So. Nee, das ist schon, das können wir schon so lassen.
ist das hart kompliziert. Nein, das... Ich glaube, ich bohre lieber auf... Nein, du bohrst nicht auf gut Glück. Wieso kann ich das nicht anders öffnen? Was soll das denn? Was ist denn... Aha. Aber ich da hier ab so ist... Was ist das denn hier für ein Rätsel? So. Das hatte ich aber schon. Das hatte ich schon gehabt. Wie soll ich... Hä? Ja, ah! Ja, das muss es sein. Ich habe das Rätsel gelöst. Was? Danke, dass du das Buch so lange gehalten hast. Du stehst übrigens im Weg. Darf ich mal? Nun, da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lily endlich Garrett aus der Reserve locken. Lily kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig, bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow! Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann friss ich Tormings Doppelkinn! Und was ist das? Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert! Ein echtes Templerschwert! Ich werd verrückt, Mann! Das sitzt aber fest. Ich hoffe, diese Strebe da ist kein tragendes Teil. Der Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lily war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Ah, herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Hey, was soll das? Bist du das, Lily? Findest du das etwa komisch? Lass mich sofort hier raus! Lily war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du schaffst das alles? Aha. Danke, Lily. Du bist die Beste.